Es geschah an einem Herbsttag, vor fast 500 Jahren. Da wurde in der großen Stadt London ein Königssohn geboren. Die Menschen in England freuten sich so sehr darüber, dass sie anfingen, wie verrückt zu feiern. John Canty behandelte seine Familie sehr schlecht und zwang seine Kinder, betteln zu gehen. Doch die Leute gaben kaum etwas. Wenn sie Toms Klingelbecher hörten, sagten sie meist nur: Wir nehmen nichts! Jetzt muss der Treueschwur geleistet werden. Alle heben die rechte Hand. Der Zeremonienmeister spricht den Text vor und alle wiederholen ihn im selben Rhythmus. Wir schwören dem König, wir schwören dem König, ewige Treue, ewige Treue, im Kampf ihm zu helfen, im Kampf ihm zu helfen, gegen seine Feinde. Und die ganze Bande sang nach jeder Strophe den Refrain laut mit. Ho, hier, ho, hier, ho, hier, ho. Bettler sind wir Liebe. Ho, hier, ho, hier, ho, hier, ho. Wenn man uns kriegen wir nie. Jetzt schließt einmal ihr eure Augen und versucht durch die Musik rauszufinden, was für Länder und Abenteuer Tom sich da vor dem Einschlafen vorstellen könnte. Auf einmal waren da viele singende und tanzende Menschen, die am Flussufer feierten. Einige von ihnen versuchten, John Canty in ihren Tanz einzubeziehen. Das gab dem Prinzen kurz die Gelegenheit zur Flucht. Er duckte sich und verschwand zwischen den vielen tanzenden Beinen um sich herum. Doch Canty bemerkte das und war ihm schon bald dicht auf den Fersen. Aber zum Glück gab es dort auch einige Kinder, die Edward immer wieder warnten, wenn der Schurke kurz davor war, ihn zu erwischen. Und mit diesen Worten beförderte der Mann den Prinzen aus dessen eigenem Schloss hinaus. Draußen standen viele Schaulustige, die sich nun über den Jungen lustig machten. Sie lachten ihn aus, drängten ihn die Straße entlang und hetzten ihn schließlich durch die halbe Stadt. Schließlich gab er es auf und murmelte vor sich hin. Wenn ich nicht aufpasse, wollen sie bald auch noch das Atmen für mich übernehmen. Die versammelten Diener sahen sich heimlich an und flüsterten gegen den Befehl des Königs. Der Prinz ist durchgeknallt. Der Prinz ist durchgeknallt. Und auch das Publikum rief: Der Prinz ist Ich muss euch was erzählen. Es gibt da eine Neuigkeit. Edward stand sicher. Er war wachsam und wehrte elegant die Hiebe ab, die sein Gegner ungeschickt auf ihn einprasseln ließ. Hugo schlug immer wieder daneben. Als sie eine Weile gewandert waren, baten sie die Leute in einem Dorf um etwas Geld. Ohne Erfolg. Sie versuchten es woanders, aber auch hier hatten sie kein Glück. Edward dankte dem Himmel, machte einige Luftsprünge und lief Richtung London, so schnell ihn seine Füße trugen. Wozu hast du das große Siegel von England benutzt? Tom lächelte verlegen, kam aber dann doch mit der Antwort heraus. Um Nüsse damit zu knacken. Inzwischen war der königliche Umhang von Toms Schulter genommen und über Edwards Lumpen gelegt worden.
Die Krönung wurde fortgesetzt und die Krone von England landete endlich auf dem Kopf des wahren Königs. Es ertönten wieder Kanonenschüsse und ganz London jubelte dem neuen König begeistert zu.